Warum bleiben die Eisen gebunden hier? Diese Esse liegt im Schatten der Altmauer in einem Gebiet, das reich an Eisen ist. Wir haben einen üppigen Vorrat an Rohstoffen und den Einfluss uralter Magie. Es ist ein annehmbares Risiko und wenn der Helm erst platziert ist, werden die Geister kein Problem mehr sein. Warum wurdest du denn gebeten, diesen Gegenstand anzufertigen? Alle Eisengebundenen sind Meister ihres Handwerks, aber jeder hat auch seine ganz besonderen Talente. Der Geisterbann erfordert jemanden, der seine Fähigkeiten über lange Zeit hinweg geschult hat, so wie ich. Tunun wollte ein Meisterwerk, also beauftragte er die Meisterin. Und wie bist du zur Meisterin geworden? Ich wurde in jungen Jahren zur Kriegerin ausgebildet, aber ich empfand nie eine Verbindung zu diesem Leben. Nur als ich in der Wartung meiner Ausrüstung unterrichtet wurde. Das Feuer sprach zu mir, es sang, wenn ich es schürte, und es flüsterte mir zu, wohin ich meinen Hammer schwingen musste, um die richtige Form zu erreichen. Ich wusste vom ersten Augenblick an, dass das mein Leben sein würde. Ich bin bei den Eisengebundenen in die Lehre gegangen und ich habe mich allein auf mein Handwerk konzentriert. Bald waren meine Fähigkeiten denen aller anderen weit überlegen. Ich bin Risiken mit Magie eingegangen, die sonst keiner anzurühren wagte. Und ich habe einige der mächtigsten Artefakte geschaffen, welche die Eisengebundenen je hervorgebracht haben. Kyros erkannte meine Fähigkeiten und verlieh mir den Titel der Schmiedemeisterin. Deswegen bat Tuna mich persönlich, ein Artefakt zum Schutz von Lithias Kreuzung zu erschaffen. Wir haben dieselben Ziele. Ich wurde geschickt, um sicherzugehen, dass die Eisengebundenen weiteren Waffen für die Geschmähten anfertigen können. Dann hast du Glück. Wenn der Helm erst einmal platziert ist, werden die Unterbrechungen durch die Geister Geschichte sein. Dann können die Eisengebundenen wieder ungestört arbeiten. Weggehen. Man hat mich geschickt, um nachzusehen, ob die Eisengebundenen alles in Ordnung ist. Hier scheint alles seinen Gang zu gehen. Ich werde mich verabschieden. Wie du willst, Schicksalsbinder. Ich war gerade auf dem Weg, den Helm zu platzieren. Wenn du nichts dagegen hast, möchte ich dich bitten, uns zu begleiten. Die Siedler haben auf der dritten Ebene einen Platz dafür geschaffen. Wir treffen uns dort. Okay, aber vorher werde ich mich in dem Rest der Kreuzung umsehen. Hast du noch was zu sagen, alter Mann? Eldian, der sonnverbrannte Mann neigt seinen Kopf zum Gruß. Ein Fremder kommt nie allein, zumindest hat meine Mutter das immer gesagt. Offenbar wusste sie, von wann sie spricht. Er nickt nachdenklich. Ich bin Eldian, willkommen in Lithians Kreuzung. Wer das nichts tun und Schicksalsbinder ist, willkommen zurück in der Kreuzung. Ich habe dich nicht mehr gesehen, seit du den Geschmieden die Kontrolle über alles übertragen hast. Eldian mustert dich. Offenbar lässt mein Gedächtnis nach. Ich dachte nicht, dass ich hier das sagen würde. Er zwinkert sie zu. So wie die Leute von dir reden, dass du die Bruderschaft aus der Stadt verjagt hast. Du müsstest eigentlich 3 Meter groß sein und Blitze aus den Augen schießen können. Aber ich hatte dich etwas menschlicher in Erinnerung. Nun ja, man kann vom Teig einer Pastete dich immer auf ihre Füllung schließen. Was? Glücklicherweise sind die Geschmähten nicht allzu schlimm. Zumindest hast du nicht den scharlachroten Kurt zu unseren Herren gemacht. Aber genug von meinem Gerede. Du bist nicht gekommen, um eine Geschichtslektion anzuhören oder meine Meinung zu deiner Erhabenheit. Er wischt seine vorherigen Bemerkungen mit einer Handbewegung beiseite. Was kann dieser alte Narr für dich tun? Darf ich dir Fragen stellen? Wenn du Fragen zu unserer Siedlung hast, bist du bei mir richtig. Ich habe die zweifelhafte Ehre, der älteste lebende Bewohner von Lithians Kreuzung zu sein. Ich habe den Großteil der Geschichte der Siedlung miterlebt. Eldian lächelt. Augen, Hüften, Haare und Gehör versagen zwar langsam, aber mein Verstand erinnert sich noch an alles, was hier geschehen ist. Was möchtest du wissen? Ich werde mich bemühen, nicht zu lange zu schwadronieren. Ich weiß, dass ich oft zu viel rede. Ich bin auf dem Weg einigen Händlern begegnet, die Stadt verlassen haben. Das frage ich als letztes. Ich möchte etwas über die Geschichte der Kreuzung hören. Ich möchte dich etwas anderes fragen. Wer war Lethian? Die größte Nervensäge, die ich hier erlebt habe. Er wird tiefrot und lacht dann lautlos. Nun, ich sollte nicht so über meine Mutter sprechen. Sie war eine mittelprächtige Händlerin, aber eine großartige Anführerin. Der Krieg in den nördlichen Königreichen hat sie eine sehr lukrative Route in den Norden gekostet. Aber sie konnte sich von Kyros Handelsrechte beschaffen und hielt hier in den Stufen für kurze Zeit ein Monopol auf Getreide, Salz und Zinn. Was hat meine Großmutter immer gesagt? Gib einem blinden Mann Zeit und einen Berg Steine und irgendwann trifft er ein Ziel. Er zuckt mit den Schultern. Ich will nicht sagen, dass sie es nicht verdient hätte, aber ich glaube, das Glück hat bei ihrem Erfolg eine größere Rolle gespielt als echtes Talent.
Aber Kyros gibt und Kyros nimmt. Im Jahr darauf wurden Letian ihre Handelsrechte entzogen. Plötzlich hatte sie viele Mitarbeiter, aber keine Waren zum Handeln und keine Möglichkeit mehr, irgendjemand zu bezahlen. Aber sie war stur und wusste, was, wenn sie einfach weitermacht, würde sich das Blatt irgendwann wenden. Sie dachte, die Handelswaren würden schon von alleine kommen, der Standort sei gut genug. Verrückt, dass es tatsächlich so kam. Also beschloss sie, eine bereits existierende örtliche Siedlung zum Handelszentrum der Stufen zu machen. Und bei den Klauen einer Bestie, sie hat das getan. Ich dachte, sie sei verrückt, sich dafür ein Dorf auszusuchen, das an die Altmauern geschmiegt ist. Aber anscheinend wusste sie, was sie tat. Nicht lange danach wurden die Siedlung in Lithians Kreuzung umbenannt. Dank der Brücken über die Altmauern war die Route durch unser Dorf die einzige Möglichkeit, eine Reise um mehrere Wochen zu verkürzen. Sie warf letztendlich die Borste Bruderschaft an, um uns hier zu beschützen. Sie waren groß genug und machten genügend Geschäfte, um das zu rechtfertigen. Sie war deine Mutter? Natürlich, was glaubst du, wie ich zum Vogt der Kreuzung wurde? Sicher nicht wegen meiner Erzählkünste oder meines Charmes. Ich bin vielleicht der älteste Bewohner hier, aber das reicht nicht aus, um jemanden zum Anführer zu machen. Wobei, wenn ich darüber nachdenke, es reicht eigentlich auch nicht aus, der Sohn der ehemaligen Anführerin zu sein. Er lacht. Aber so ist es nun mal. Meine Mutter war eine wunderbare Frau. Sie war vielleicht nicht der netteste Mensch und sie neigte zu der ein oder anderen Romanze. Aber wer tut das nicht? Seine Miene wird ernst. Möge sie ohne Störung ruhen. Wie habt ihr die Brücken über die Altmauern gebaut? Das war Lithians Werk. Sie konnte mit einer Hand und einem einzigen Seil einen Knoten binden. Ich weiß noch, wie sie Systeme aus Seilen und Knoten in den Sand gemalt hat und mir erklärt hat, wie sie funktionieren sollen. Ich dachte, sie wäre verrückt. Sie sagte, die Idee mit den Brücken wäre ihr gekommen, als sie gesehen hat, wie Galeeren aus dem Wasser ins Dock gezogen wurden. Am schwierigsten war es wohl, die ersten Kletterer dazu zu bewegen, sich auf die Altmauern zu trauen und die ersten Befestigungen anzubringen. Aber anscheinend kann man einem Mann genügend Ringe bezahlen, damit er seine Furcht vor den Kreaturen der Altmauern überwindet. Und warum hast du dich hier niedergelassen? Aus Notwendigkeit. Die Seilbrücken erlauben es uns, die Altmauern zu überqueren. Dank ihnen war es gleichgültig, welche Handelsrechte wir besaßen. Wir befanden uns an der Kreuzung zu den Nordreichen, eine unschlagbare Lage. Die Belagerung von Ardent und der Bastardstadt hat uns geholfen. All die Leute, die auf dem Weg nach Osten waren, kamen durch unsere kleine Siedlung und viele von ihnen entschieden zu bleiben. Zu der Zeit hatte Lithian bereits entdeckt, dass unsere Flüsse voller Eisen waren. Sie dachte, es würde uns reich machen, aber es machte uns auch zu einem Ziel. Die Altmauern erschweren es, das Gebiet zu passieren, und unsere Brücken konnten eine Reise um Tage oder Wochen verkürzen. Lithians Kreuzung ist die beste Möglichkeit, eine Lieferung an ihr Ziel zu bringen. Wenn er noch eine Hauptader Eisenerz hinzufügt, hatten wir plötzlich eine Zielscheibe auf dem Rücken. Warum interessiert sich Kyros für die Kreuzung? Eisen, ganz einfach. Wir haben jetzt die Eisengebundenen hier, die das Erz aus dem Fluss holen und verarbeiten. Wir werden wegen unserer Ressourcen ausgequetscht. Wenn man Durst hat, sollte man ein Stück Obst auspressen, keinen Stein. Und wie es scheint, finden viele Leute uns sehr saftig. Es gab einen Händler, der Eisensteine also als magisch verkaufen wollte, weil sie aus der Nähe der Altmauern kamen. Einer seiner Kunden war zufällig ein Kurier der Geschmähten. Dieser Kurier zeigte den Stein einer eisengebundenen Meisterin, die sofort sein Potenzial erkannte, daraus überlegene Waffen anzufertigen. Kyros wurde in Kenntnis gesetzt und bald darauf kamen Soldaten und Eisengebundene nach Lithias Kreuzung. Sie stellen uns vor die Wahl, zu tun, was sie sagen, oder zu sterben. Und warum will die Bruderschaft die Kreuzung? Wegen dem Land? Für die Viehzucht? Sie sind schon länger hier, als ich vielleicht sehen. Als ich. Vielleicht sehen auch sie es als ihre Heimat. Aber Kyros Schatzmeister bezahlen sie nicht mehr für den Kampf, und wenn sie einen Söldner umsonst tötet, stimmt etwas nicht. Letztendlich ist es wohl egal. Retomon wird niemals aufgeben. Er glaubt, die Stadt würde ihm gehören und er will das in die Tat umsetzen. Ich möchte was anderes fragen. Was kannst du mir über den Turm in Lithians Kreuzung sagen? Er schüttelt den Kopf. Manchmal frage ich mich, warum Lithian sich ausgerechnet hier niedergelassen hat. Wir hatten schon ein Geisterproblem, bevor die Eisengebundenen hier siedelten. Nachdem sie die Kreuzung nun als ihre wichtigste Essenz verwenden, ist das mit den Geistern noch viel schlimmer. Da die Geister von magischer Energie angezogen werden, müssen wir ständig auf der Hut sein, dass sie nicht entkommen. Die Geschmähten taten gegen die vor Jahren entkommenen Geister, was sie konnten, aber selbst die Macht der Geschmähten ist nicht grenzenlos.
Wie hast du das Tor versiegelt? Ich habe einen Schlüsselstein, mit dem man das Tor immer versiegeln kann. Einer von Kyros Soldaten hat ihn gefunden, als sie nach einem Weg gesucht haben, Tore zu versiegeln und zu verhindern, dass Geister entkommen. Das Versiegeln des Tors ist aber nur eine vorübergehende Maßnahme. Es hält die Geister vorerst zurück, aber es wird nicht mehr lange halten. Deswegen hat Thun uns Sinja angewiesen, ein Artefakt zu erschaffen, um Lithians Kreuzung vor den Geistern zu schützen. Lässt du mich in die Altmauern? Ich fürchte, ich bin nicht bereit, dieses Risiko einzugehen, Schicksalsbinder. Sobald die Tore entsiegelt sind, ist die Gefahr groß, dass Geister nach Lithians Kreuzung stürmen. So gerne ich auch helfen würde, aber ich kann das Dorf nicht derart in Gefahr bringen. Ich möchte dich was anderes fragen. Was hältst du von der bronzenen Bruderschaft? Sie sind schon seit der Gründung der Kreuzung hier. Lithian selbst hat sie angehört, um die Siedlung in den Anfangstagen zu beschützen. Als neu gegründetes Dorf im Schatten der Altmauern. Das haben sie so gut gemacht, dass Lithian sie da behalten hat, um den Frieden zu wahren. Zumindest bis du beschlossen hast, sie zu vertreiben und durch jemanden zu ersetzen. Ehrlich gesagt hätte ich wohl dasselbe getan. Sich von zwei Arbeitgebern bezahlen zu lassen, endet immer unschön, wenn man nicht beide zufriedenstellen kann. Darüber hinaus scheint es in letzter Zeit so, als würde Rettungmann einen Weg verfolgen, den außer ihm niemand sehen kann. Und ich möchte nicht sehen, was am Ende dieses Weges wartet. Was hältst du von den Geschmähten? Strenge Ausgangssperren, andauernde Untersuchungen und keinerlei Gnade bei verpassten Eisen- oder Getreidequoten. Das ist die schlechte Seite. Aber die Wachen halten rund um die Uhr die Augen offen und behandeln uns mit Respekt, sogar mit Höflichkeit. Die meisten von ihnen nennen mich Ältester und verneigen sich. Wenn jemand in deiner Tasche fischt und dir dein Getreide abnimmt, sollte er wenigstens höflich sein. Die Geschmähten haben sich in allem, was sie tun, die Ehre und Würde, der Ehre und Würde verschrieben. Es ist gewiss nicht die Lage, die ich gewählt hätte, aber es kann immer noch schlimmer sein. Das Wasser mag dir bis zu den Knien stehen, aber es könnte dir auch bis zur Nase stehen, hat meine Moosmutter immer gesagt. Was ist mit den magiebegabten Erdhexen? Einige wenige sind in letzter Zeit durch die Kreuzung gekommen. Sie waren alle auf dem Weg nach Süden zum Steinmeer, zumindest sagt man das. Sie sind nicht lange geblieben. Er steuert auf die gewaltige Steinfassade der Altmauer. Ich bin froh, dass sie weitergezogen sind. Wenn Wahnsinnige einen Zauber wirken sollten, der das Fundament am Altmauer brechen lässt, Kyros sei Dank, dass bisher nichts geschehen ist. Was ist mit den Eisengebundenen? Sie schuften Tag ein, Tag aus in ihren Essehäusern. Kyros Truppen bewachen sie gut, denn sie wissen, wie man Bindererz in Waffen einarbeitet und dadurch härter als Stein oder Bronze werden. Ich habe Nahrung und Holz in die Essehäuser gebracht, aber ich hatte nie viel Kontakt mit den Magiern. Was anderes. Wie gestaltet sich das Zusammenleben mit dem Schallachroten Chor? Ich habe keine starke Meinung in die eine oder andere Richtung. Es schien ihnen nicht sonderlich viel auszumachen, die Siedlung zurückzulassen, nachdem die Entscheidung gefallen war, den Geschmähten die Kontrolle zu übergeben. Sind sie verschwunden. Seitdem habe ich nicht viel von ihnen gesehen. Ich fürchte, ich werde mich hier bald verlaufen. Edian lacht und legt die Hand über die Schultern. Ja, das verstehe ich. Die Kreuzung wirkt ein wenig überwältigend, wenn man das erste Mal hier ist. Aber es ist gar nicht so kompliziert, wie es aussieht. Der Fluss heißt Portusco und fließt durch die Mitte der Siedlung. Die Wasserfälle, die über die Altmauern fließen, heißen Sonnenaufgang und Mondaufgang. Der westliche Wasserfall ist Sonnenaufgang, weil die Sonne ihn morgens anstrahlt. Mondaufgang hat seinen Namen, weil er bei Vollmond so strahlt. Die Kreuzung selbst ist in Viertel unterteilt, die nach den Wasserfällen benannt sind. Die Westseite des Flusses ist das Sonnenviertel, die Ostseite das Mondviertel. Die verschiedenen Ebenen in Lithians Kreuzung haben keine echten Namen, aber die meisten Leute nennen sie die Stufen. Mein Haus gehört zur Erdebene, die Schmiede befindet sich auf der ersten Ebene, beides im Mondviertel. So, ich bin auf dem Weg einigen Händlern begegnet, die die Stadt verlassen. Warum gehen die Leute? Wenn ich ehrlich sein soll, Schicksalsbinder, ich bin überrascht, dass nicht noch mehr Leute gehen, nicht nur die Händler. Die Spannung in der Stadt zwischen der Bruderschaft und Kyros Truppen machen Lithians Kreuzung zu einem sehr gefährlichen Ort zum Leben. Aber da draußen ist Leben noch schlimmer. Wo wollen sie also hin? Zumindest können die Händler ihren Lebensunterhalt mitnehmen. Die Geschmähten sorgen mit unglaublicher Disziplin für Ordnung. Jeder muss sich haargenau an die Regeln halten. Die Strafen für Verstöße sind gnadenlos. Nicht unbedingt die beste Umgebung für die Siedler, aber die Eisengebundenen blühen regelrecht auf und nur das zählt für die Geschmähten. Ich habe noch andere Fragen. Ich werde jetzt gehen. Natürlich, ich muss zum Turm, um sicherzustellen, dass alles bereit ist. Wir treffen uns dort, wenn Zidna bereit ist, das Artefakt zu platzieren.
So, dann lassen wir ihn auch mal gehen. Hatten wir ja jetzt viel, mit dem wir uns unterhalten konnten. Ja. Beobachtet Zyna, wie sie den Geisterband platziert. Zyna hat dich gebeten, dich auf der dritten Ebene von Nithians Kreuzung anzuschließen, wo sie den Geisterband platzieren wird. Ja, ich könnte hier natürlich noch mit dem Meister des Gießens sprechen und mit ein paar anderen Leuten. Aber ich werde erstmal wieder speichern, da es mal wieder Zeit dafür ist. Das wäre jetzt LP021. Da gibt es jetzt erstmal hier wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.